Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, meine Lieben, ich werde euch heute etwas Neues vorstellen und zwar eine neue Box. Ich habe mir die Mia-Box bestellt und die werde ich heute mit euch zusammen auspacken und euch die Produkte vorstellen. Ich bin ganz gespannt, was in der Mia-Box drin ist. Ich selber weiß es nicht. Ich habe sie zwar schon geöffnet, habe aber nicht reingeluschert. Ich habe mir einfach die Karte angeguckt, um halt zu gucken, was alles in dem Paket drin ist. Und ja, und wir werden uns das jetzt zusammen auspacken und uns das zusammen angucken. So, meine Lieben, hier ist einmal die Mia-Box. So sieht sie aus. So kommt sie. Ist natürlich so eine kleine Umstellung, weil ich habe ja sonst die Pinkbox gehabt. Die Pinkbox kam immer in so ein schönes in so ein schönes Paket an und in ein schönes Design. Ist bei der Mia-Box natürlich jetzt nicht. Gut, man kann natürlich nicht alles haben, aber uns interessiert ja auch nicht die Box, sondern der Inhalt, der hier drin ist. So, meine Lieben, hier ist einmal die Karte. Wie ihr schon sehen könnt, ist das sehr groß geschrieben. Das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das war ja bei der Pinkbox immer, die Karte ist so klein, die Schrift, dass man es ja kaum lesen konnte. Aber das finde ich echt super, dass die Schrift hier wenigstens richtig, richtig groß ist. Dann habe ich hier natürlich alles wieder drin. Das werde ich jetzt alles erstmal rausholen. Und ja, dann geht es auch schon los, meine Lieben. Gepackt wurde die Pinkbox von Franzi. Finde ich immer ganz schön, dass hier so eine kleine Karte dabei ist. Ist so eine kleine Aufmerksamkeit. Finde ich richtig toll. Ja, meine Lieben, und es geht los mit unser erstes Produkt. Und zwar ist es ein Serum. Das Eye-Serum hat eine leichte, nicht fettende Formulierung, die täglich angewendet wird, um dunklere Ränder, feine Linien und Falten zu bekämpfen. Es hat einen sofortigen Lifting-Effekt. Kosten würde es 15,50 Euro. Und zwar ist es dieses kleine Schätzchen, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, ich bin auch darauf schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kenne natürlich diese Produkte nicht. Ich hole es mal raus, ich zeige euch das. Und da bin ich auch schon gespannt, das alles mal schön auszuprobieren. Wie ihr sehen könnt, ist es weiß. Richtig, richtig schön. Da bin ich also echt ganz drauf gespannt. So, meine Lieben. Und weiter geht's mit das Produkt Nummer 2. Und zwar geht es einmal um den Rouge Daily Moisturizer. Da kostet es 17,50 Euro. Eine glycerinreiche Formulierung zur intensiven Hydration enthält auch Kelly Soft, die Haarwäsche, Sturmrate und die Dicke der nachwachsenden Haare reduziert. Glycerin fördert die Zellreifung und bekämpft gegen Hautkrankheiten wie Psoriasis. Es hält auch Wasserbalance, bindet die Feuchtigkeit in der Haut. Sie hydrasiert, so dass die Haut gesünder aussieht. Und zwar ist es dieses Schätzchen. Darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Also wie schon gesagt, ich kenne diese Produkte gar nicht. Mir sagt es überhaupt nichts. So sieht es aus. Riechen tut schon mal sehr gut. Das hier drin ist weiß. Flüssig. Ja, darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Jetzt kommen wir zum Produkt Nummer 3. Das ist Rouge 2 in 1 Shampoo und Conditioner. 15,90 Euro kostet es. Enthält 1% pro Kapil. Dadurch wird die Haarretion gefördert und die Verdickungseigenschaft unterstützt. Peptide und Magnesiumextrakt stärken das Haar. Diese natürliche Lösung bekämpft den Alterungsprozess der Haarfollikel, was die Hautursache für Haarausfall sind.
Das ist einmal dieses Schätzchen. Darauf bin ich auch schon sehr, sehr drauf gespannt. Das alles, es riecht wirklich, also riechen muss ich sagen, riecht es bis jetzt einmal. Es riecht richtig, richtig toll. Und ich bin auch richtig schon gespannt, das echt auszuprobieren. Es ist auch so flüssig, gelig. Aber es riecht wirklich super. Es riecht wirklich richtig, richtig super. Es sieht so ein bisschen aus wie so, es könnte auch so eine Männerserie sein, ne? Also man würde jetzt nicht so drauf kommen, dass es so eine Frauenserie ist. Also das erste Mal, wo ich das jetzt ausgepackt habe, habe ich gedacht, na, ist das was für Männer? Ne? Weil das einfach so, ja, alles so in Schwarz gehalten, aber es ist tatsächlich für Frauen. Dann kommen wir zu dem Produkt Nummer 4. Das ist das Rouge Face Troop. Das kostet 7 Euro. Face Troop ist ein generisch schierendes Gesichtspeeling und hat eine aktive Antimüdigkeitsformel. Das Peeling hilft, die Zeichen der Müdigkeit zu reduzieren, sodass das Hautgefühl stimuliert, gesäubert und beruhigt wird. Zaubernuss bekämpft Akne, Verunreinigung ebenso reduziert sie Kuperose und geschwollene Augen. Das ist das hier einmal. Darauf bin ich auch schon mal sehr gespannt. Riecht auch richtig, richtig toll. So sieht es aus. Ist so ein bisschen dick. Aber es riecht wirklich einmalig. Also das muss ich jetzt bei allen Produkten, die ich euch jetzt gezeigt habe, echt wirklich sagen. Es riecht aber auch so ein bisschen nach Mann irgendwie. So wie nach so einem Aftershave habe ich das irgendwie so in der Nase. Ne? Also mal gucken. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Produkt. Rouge Body Wash. 7 Euro kostet das. Rouge Energizin Body Wash enthält eine aktive Antimüdigkeitszutat durch Drachenblutextrakt. Drachenblut, gewonnen aus dem Croton-Lecherie-Baum, arbeitet, indem es einen einzigartigen zweiten Hautfilm bildet, der effektiv die Haut gegen Umwelt, Aggressoren schützt und Rötung reduziert. Ideal für empfindliche und gestresste Haut. Das ist gerade das Richtige für mich, ne? Gestresste Haut, das ist hier einmal das hier. Darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und richtig, richtig neugierig auf diese ganzen Produkte. Riecht auch wieder richtig, richtig toll, aber ich habe immer irgendwie so eine Art Aftershave in der Nase. Ne? Irgendwie kommt mir der Geruch irgendwie so bekannt vor. Es riecht wirklich nach Mann, ganz, ganz ehrlich. Sieht so aus, ist so durchsichtig, klar, flüssig. Ja, und darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ja, meine Lieben, das war's. Ich habe euch alle Produkte gezeigt, die in der Mia Box drin waren. Jetzt ist die Mia Box leer. Jetzt werde ich das alles erstmal testen. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig auf diese ganzen Produkte. Und ich muss sagen, von der Karte her, also es ist richtig, richtig schön groß geschrieben. Ich muss mich natürlich erst ein bisschen dran gewöhnen, weil es natürlich vieles auf Englisch, die Bezeichnung hier steht. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen, richtig rübergebracht. Und ich werde euch hier unten das nochmal vorlesen, was hier unten steht, weil das ist ja eigentlich eine Valentinstagsbox. Und zwar steht hier: Zum Valentinstag wollen wir nicht nur unsere Frauen glücklich machen. Deshalb haben wir uns in diesem Monat mit unserem Partner Rouge Kosmetik aus England zusammengetan und die Essenzahls für den gepflegten Mann zusammengestellt. Sharon, Karen, wenn dir unsere erste Männerausgabe gefallen, freuen wir uns auf dein Feedback. Happy Valentine, Mia Box. Ja. Das ist das, was jetzt hier unten noch stand. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Ich glaube, das ist dann schon für Männer, wenn ich das jetzt hier richtig irgendwie verstanden habe. Oder ist es irgendwie für Frauen? Also da muss ich jetzt mal irgendwie gucken, weil vom Geruch her riecht es so ein bisschen nach Aftershave, nach Mann. Aber ja, da bin ich jetzt so ein ganz kleines bisschen irritiert. Ich werde euch das mal zeigen.
was hier unten steht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera lesen könnt. Aber ich glaube schon, dass es doch für Frauen ist, oder? Denke ich ganz einfach jetzt mal. Sonst muss ich nochmal auf der Homepage nachgucken, ob es wirklich jetzt für Frauen oder für Männer ist. Weil vom Geruch her würde das eher zu einem Mann passen und eher nicht zu einer Frau passen. Schade, dass ihr durch das Internet, durch die Kamera nicht riechen könnt. Das geht leider noch nicht. Aber ich werde mich dahinter klemmen. Ich werde auf der Homepage nachlesen. Da wird es ja stehen. Und da, weil ich bin ein bisschen irritiert im Moment. Und da müssen wir mal gucken. Weil sonst ist es einfach so, wenn es für Männer ist, muss mein Mann es ausprobieren. Und ich, ja, kann euch dann berichten, wie diese Produkte denn waren. So, meine Lieben, ich habe jetzt nochmal nachgehakt. Das ist nichts für Frauen, das ist da draußen für die Männerwelt. Also, meine lieben Männer, ich habe heute Produkte von der Mia Box vorgestellt für euch da draußen. Ich habe das am Anfang des Videos gar nicht gemerkt, dass das für Männer sind, die Produkte. Ich habe die ganze Zeit schon diesen Duft in der Nase gehabt und ich habe mir immer so gedacht, mein Gott, das riecht ja richtig nach Mann, so nach Aftershave. Und wirklich, ich habe wohl die falsche Mia Box bestellt. Ich habe die Mia Box bestellt für Männer, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Da muss ich bei der nächsten Mal, wenn ich die Mia Box bestelle, da muss ich wirklich aufpassen, dass das auch für Frauen ist und nicht für Männer. Naja, gut. Ist jetzt so, mein Mann muss jetzt ran. Mein Mann muss das jetzt alles ausprobieren. Da muss mein Mann mir ein Feedback geben. Dann mache ich nochmal ein Video über die Mia Box von den Männerprodukten. Ja, so kann es gehen, meine Lieben, wenn man nicht aufpasst und online bestellt. Ich habe was für meinen Mann bestellt und nicht für mich bestellt. Ist auch was Schönes. Ja, ist einfach so. Das können wir jetzt nicht ändern. Video geht trotzdem hoch. Aber dann für die Männerwelt. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, fürs Einschalten und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben!